Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um meine persönlichen Top 10 Düfte, in die ich mich wirklich beim ersten Riecher verliebt habe, ja. Und der Grund für dieses Video ist ganz einfach der, dass wir ja bald den Valentinstag haben und ich habe ehrlich gesagt nach einer kreativen Möglichkeit gesucht, das in ein Video zu verpacken. Date-Düfte hatten wir ja schon vor ein paar Wochen, falls du das Video noch nicht gesehen hast, verlinke ich das gerne hier oben. Und deshalb geht es heute eben um die Top 10 Düfte, in die ich mich persönlich wirklich beim ersten Riecher verliebt habe. Ein paar davon werden euch auf jeden Fall bekannt vorkommen, ja, aber ich habe auch ein, zwei dabei, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt weiß, dass der Kai die gerne trägt, aber das sind auf jeden Fall Düfte, wo ich beim ersten Riecher einfach wirklich schockverliebt war und direkt den ganzen Flakon haben musste und deshalb viel Spaß mit dem heutigen Video. Und bist du es eigentlich auch leid, langweilige Duschgele zu haben? Naja, dann hast du jetzt auf jeden Fall Glück gehabt, denn ab heute gibt es tatsächlich die Duschgele von Pharmacia SS in meinem Shop, das heißt zu allen beliebten Düften von Pharmacia, das heißt wirklich zu allen Düften, die da stehen, inklusive Anniversary und Whisky Nobile, bekommst du ein Duschgel bei mir im Shop, ja? Und das Beste ist, jetzt zum Valentinstag bekommst du das Ganze auch noch gratis, wenn du dir einen Flakon Pharmacia SS holst. Das heißt, das matchende Duschgel dazu bekommst du gratis, ist übrigens limitiert auf 50 Stück. Das heißt, wenn die 50 voll sind, ist die Aktion vorbei. Und wenn du Bock hast auf ein richtig nices Duschgel, was deinen Pharmacia-Duft perfekt ergänzt, dann schau doch jetzt gerne in die Beschreibung rein. Da stehen nämlich alle Links zu der Aktion. Gut, und wir fangen gerne auch an, nicht mit diesem Duft, sondern mit einem Duft, den ihr wahrscheinlich schon sehr intensiv kennt, wenn ihr meinen Kanal verfolgt. Und das ist der Falcon Leather von Matia Premier. Ein bisschen was gibt es hierzu zu sagen, weil es nämlich bald tatsächlich wichtige Neuigkeiten geben wird rund um diese Marke. Werde ich euch gerne nochmal in einem separaten Video dann verraten. Aber Falcon Leather ist der beste Duft von denen, meiner Ansicht nach. Und es ist einer der geilsten Düfte, die man tragen kann, wenn man Wert auf Komplimente legt und einem so ledrige, holzige, würzige Düfte stehen. Ich sage das immer dazu, weil es tatsächlich auch ein paar Leute gibt, bei denen dieser Duft hier nicht so gut funktioniert, aber für mich persönlich, weil ich auch mit so Sachen wie Terroni von Auto Parisi und Co. sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, was die Komplimentdichte angeht, ist dieser Duft hier wirklich ein wahres Meisterwerk. Ja? Ich finde ihn auch aus einer anderen Warte sehr, sehr spannend, weil dieser Duft hier nämlich mit finnischem Birkenteer arbeitet, was eigentlich ein sehr rauchiger Inhaltsstoff ist, aber für mich persönlich tatsächlich ist dieser Duft gar nicht so rauchig, sondern er hat eine sehr, sehr schöne, würzige Note, ein bisschen eine leichte Süße, die im Hintergrund ist, und das Spannende ist, dass dieser Duft nach zwei, drei Stunden dann wirklich einen Wechsel macht von diesem sehr, sehr würzigen, immer mehr zu einem sanften, süßen, cremigen Duftverlauf. Der hält auch locker 10, 15 Stunden durch, also ist es wirklich ein wahrer Beast-Mode-Duft und deshalb, ja, kann ich den Falcon Leather auf jeden Fall empfehlen. Und als ich ihn das erste Mal gerochen habe, war wirklich so dieser Moment, ich dachte mir so, Alter, so einen Lederduft hast du erstens nicht erwartet und zweitens noch nie in deinem Leben gerochen. Das heißt, wenn ihr Lederdüfte mögt, probiert den auf jeden Fall mal aus, ist ein richtig, richtig tolles Teil. Ähnlich sah es übrigens aus bei dem Jubilation 25 Man, von dem ich mir jetzt wieder mal einen 2019er Flakon besorgt habe, weil ich ihn tatsächlich so hart vermisst habe. Und das war so zum ersten Mal der Schritt in die Richtung, dass ich einen süßlich-fruchtigen orientalischen Duft getragen habe. Ich kannte bis dato nur den Interlude Man und den Reflection Man von Amouage und hatte noch nicht wirklich viel mit dem Haus zu tun gehabt. Und dann bin ich ehrlich gesagt per Zufall über einen Flakon gestolpert. Der wurde nämlich eingetauscht. Also ich habe das angeboten bekommen als Flakontausch auf Parfumo und habe den dann eingetauscht und habe den zum ersten Mal getragen und dachte mir, Alter, was ist denn jetzt los? Ja, denn das ist wirklich ein wunderschöner Brombeerduft, der aber auch auf der anderen Seite eine richtig schön dunkelholzige Komponente hat. Das heißt, du kannst dir vorstellen, so eine richtig saftige Brombeere, so richtig schön dunkel, trocken, beerig und dann kombiniert aber noch mit so einer dunklen, udigen Sandelholznote. Ja, der hat auch eine gewisse cremige Note mit drin und dann noch so eine gewisse Süße. Nicht zu viele Gewürze, sondern es ist wirklich eher so dieses fruchtig, süßlich, dunkelholzige, was hier eine Rolle spielt. Und das ist einfach eine absolut krasse Duftkomposition. Und ich habe auch vorher schon Reviews auf Parfumo davon gelesen gehabt und dachte mir so, ja komm, als ob dieser Duft so gut ist. Ja, und dann habe ich ihn das erste Mal getragen oder auch nur aufgesprüht auf den Teststreifen, war wirklich hin und weg. Also wirklich ein absolutes Meisterwerk. Dann als nächstes kommen wir zu einem Duft, den ich auch so in dieser Zeit entdeckt habe und von dem ich eigentlich immer seitdem einen Travel-Zerstäuber mindestens besessen habe. Ich hatte auch zwischendurch mal einen kompletten Zerstäuber, habe den dann aber irgendwann wieder losgegeben, weil es einfach, ja, nicht so häufig vorkam, wie ich das eigentlich gedacht habe, dass ich diesen Duft trage.
Frage, aber nichtsdestotrotz habe ich mich extrem in diesen Duft verliebt und das ist natürlich Kilians Intoxicated. Meiner Ansicht nach der beste Duft, den Kilian rausgebracht hat und es ist einfach ein wunderschöner Kardamom-Kaffee-Vanilleduft. Also du hast hier nicht zu viel Kaffee drin, wer Kaffeedüfte kennt und dazu wird es auch noch ein separates Top 10 geben, wird wissen, dass Kaffee an sich eine sehr dominante und starke Duftnote ist. Ich finde nicht, dass Kaffee hier zu viel drin ist, sondern es ist wirklich eher so Fokus auf diesem würzigen Vanille-Ding, aber eben mit dieser leichten Kaffeenote, die da mit drin ist und ich finde auch tatsächlich mit ein bisschen Kardamom. Also es ist eigentlich eher ein Kardamom-Duft mit so ein bisschen Kaffee, vielleicht so türkischer Mokka-mäßig, ja, aber auf jeden Fall ein absolutes Biest und eine wunderschöne Duftkomposition, wie ich finde. Also Intoxicated gehört für mich einfach dazu und ich glaube, ich würde diesen Travel Zerstäube auch niemals hergeben, allein schon, weil der aus Vollmetall ist und dementsprechend schwer und wertig sich anfühlt, aber auch, weil die DNA einfach so unique und geil ist, dass ich die echt im Herbst und Winter nicht missen möchte. Ganz andere Duftkategorie ist dann der nächste Duft oder die nächsten beiden Düfte und zwar ist das zum einen der Musk Lave von Ariche Le Doré. Diesen Duft hier werdet ihr nur sehr, sehr schwer finden können im Internet, weil er tatsächlich sehr beliebt ist bei den Leuten. Ariche Le Doré ist ja so ein Nischenhaus aus dem orientalischen Raum, die mit natürlichen Inhaltsstoffen arbeiten, also mit natürlichem Moschus, natürlichem Ambergris und auch natürlichem Oud vor allen Dingen. Und das hier ist eben ein Duft, der mit Moschus und Lavendel arbeitet und ich hatte mir den damals blind bestellt, Retail, also irgendwie so 200 Euro müssten das gewesen sein. Heute wird er übrigens für 600, 700 Euro die Flasche gehandelt, also extrem viel Geld. Ich habe den mehrfach zwischendurch abgegeben, wieder zurückgekauft, weil ich mir dachte so, irgendwie hatte ich zwischendurch immer wieder Anfragen bekommen von Leuten, die den haben wollten und dann habe ich dann halt wieder verkauft und dann später aber wieder so Lust darauf gehabt, dass ich ihn zurückgekauft habe, weil ich einfach finde, dass es ein absolutes Meisterwerk ist. Und beim ersten Sprühen, ich war völlig sprachlos, weil es sehr viele Düfte gibt, die in diese Richtung gehen. Und zwar in dem Sinne, dass es pudrige, blumige Düfte sind. Also du hast zum Beispiel einen Roseduft, der eine pudrige Komponente hat, wie zum Beispiel den UZ in Mood von Maison Francis Coquejean oder zum Beispiel auch den Oud Bouquet von Lacombe. Ja? Also es gibt sehr, sehr viele von diesen pudrig, rosigen Düften zum Beispiel. Und das Problem mit diesen Düften ist, dass sie, wenn du den hier mal probiert hast, alle absolut synthetisch riechen für einen. Das heißt, man merkt hier wirklich diese natürlichen Inhaltsstoffe, merkt man hier raus. Und für mich war dieser Moment, wo ich den Duft aufgesprüht habe, wirklich ein Augenöffner, weil ich mir irgendwie auf der einen Seite dachte so, okay, das kommt dir halt sehr bekannt vor, diese Art der DNA. Auf der anderen Seite war es aber so, oha, krass, das kann so natürlich riechen. Und mir war bis zu dem Zeitpunkt gar nicht aufgefallen, wie synthetisch die anderen Sachen alle riechen, ja. Und deshalb war das für mich ein absoluter Augenöffner. Und ja, es wird wahrscheinlich ein Flakon sein. Wenn ich den irgendwann nochmal verkaufe, werde ich ihn mit Sicherheit auch irgendwann wieder zurückkaufen, weil es einfach, ich komme davon nicht los, ja. Und das ist bei Musk Lave definitiv der Fall. Der nächste ist dann auch ein sehr teurer Duft. Ich meine, den kann man auch durch andere von dem Haus ersetzen, aber es ist auf jeden Fall der Roger Parfums Oud Absolu Précieux. Ich würde den ehrlich gesagt ersetzen durch den Amber Oud oder Musk Oud Absolu Précieux, weil ich, oder auch den normalen Amber Oud oder Musk Oud, weil ich diese Düfte alle relativ ähnlich finde. Die drehen sich um dasselbe Thema, beleuchten aber unterschiedliche Facetten. Und inzwischen gibt es ja auch ehrlich gesagt nur noch den Amber Oud, soweit ich weiß, auch gar nicht mehr als Absolu Précieux, weil das, glaube ich, auch eingestellt wurde, was ich auch schon relativ früh wusste, um ehrlich zu sein. Aber nichtsdestotrotz sind alle drei Duftkompositionen, die echt sehr, sehr krass sind und sehr einzigartig und es ist schade, dass die discontinued sind. Das kann ich auf jeden Fall sagen, ja. Ich meine, das Krasse daran ist einfach, dass du hier zum Beispiel einen Oud-Duft hast, der nur eine ganz, ganz leichte Animalik hat. Also es gibt diese Art Düfte, die haben so gewisse Noten von Schweizer Käse, ja, im ersten Eindruck. Und das kommt dadurch zustande, dass bestimmte blumige Noten, zum Beispiel Jasmin oder auch Tuberose oder auch manche Rosenarten, eine gewisse käsige Komponente haben. Und diese käsige Komponente wird, wenn dann viel Oud drin ist, auch teilweise einfach verstärkt. Und wenn du dann auch noch Gewürze drin hast, wirkt das auf westliche Nasen. Und wenn du auch noch Gewürze drin hast, wirkt das auf ungeübte Nasen einfach ein bisschen anrüchig, sage ich jetzt mal. Und das Spannende bei Roger Parfums fand ich schon immer, dass der quasi so dieselbe Opulenz da reinbringt, mit denselben floralen Noten und Gewürzen und dieser Bandbreite an Orientalik, die da mit drin ist. Aber auf der anderen Seite hat es auf gar keinen Fall eine zu starke Animalik. Ich meine, Amber Oud und Musk Oud und der hier, die können definitiv auch eine gewisse Animalik haben, ja. Aber es ist niemals zu viel, sondern es ist immer so diese leichte, sanfte Kuschel-Animalik, die sehr vielen Leuten tatsächlich gefällt. Und deshalb war ich bei Roger Parfums, als ich zum ersten Mal den Amber Oud damals gerochen habe, war ich total hin und weg, weil ich kannte bis dato nur so Sachen wie Ariche Le Doré. Ich meine, der hier ist auch nicht zu animalisch, sage ich euch ganz ehrlich, aber es gibt da Vergleichbare, die auf jeden Fall deutlich mehr auf die Fresse hauen. Und ich war dann echt überrascht, dass Roger Parfums das hinbekommen hat, den so clean und sauber hinzubekommen, ja. Und deshalb habe ich mich da auch direkt drin verliebt und einer von den dreien wird definitiv immer mal wieder in meinem
meiner Sammlung auftauchen. Ich hatte alle drei jetzt auch als absolut précieux tatsächlich zwischendurch. Und ja, den Oud habe ich mir jetzt dann an Black Friday gegönnt, weil es darauf 30% Rabatt gab. Ne? Das nimmt man ja auch mit. Gut, dann als nächstes zwei aus dem Hause Xerjoff, in die ich mich Schock verliebt habe. Um mal wieder so ein bisschen die Brücke zu schlagen zu den etwas günstigeren Düften dieser Sammlung, obwohl es einfach keiner von denen ist wirklich günstig, aber okay. Auf jeden Fall habe ich ja einmal den Alexandria, beziehungsweise Alexandria Orientale habe ich jetzt heute, aber als ich zum ersten Mal Alexandria 2 gerochen habe, war ich völlig hin und weg, wie geil einfach Oud riechen kann und wie unfassbar komplex auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch tragbar und komplimentenreich Oud sein kann. Alexandria 2 ist ein sehr gefälliger Duft eigentlich, ja. Es könnte sein, dass manche den ein bisschen zu feminin wahrnehmen, wenn man jetzt besonders empfindlich ist, kann es sein, dass man das Oud ein bisschen zu stark wahrnimmt, aber ich würde sagen, das ist so einer der gefälligeren Oud-Düfte, die man tragen kann und außerdem einer der erfolgreichsten überhaupt. Also es ist, denke ich, Xerjoffs Kassenschlager neben Erbapura und Oud natürlich auch, aber es ist ein absolutes Meisterwerk und natürlich auch von dem besten Parfümeur der Welt gemacht, nämlich ja, dem Christian Carbonell. Und der zweite Duft, den ich euch zeigen möchte, ist auch ein Oud-Stars-Duft, allerdings ist das in diesem Fall der Gao von Xerjoff. Und in diesen Duft habe ich mich schockverliebt, weil es nämlich mein allererster richtiger Xerjoff-Flakon war und der allererste Oud-Stars-Duft, den ich mir gekauft habe. Ich hatte den vorher gesampelt bei Aus Liebe zum Duft und hatte dann eben gemerkt, okay, so diese rauchige, udige Komponente, das ist das, was ich irgendwie so als erstes als Flakon haben wollte. Habe ich dann irgendwann später so ein bisschen revidiert, weil ich mir dachte, okay, irgendwie ist doch ein bisschen zu viel, ja, und habe den dann wieder verkauft. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass dieser Duft hier mich nicht absolut hat sabbern lassen am Anfang, als ich den zum ersten Mal gerochen habe. Weil ich mir einfach dachte, dass diese extrem rauchige, aber auch würzige, fruchtige Komposition, die aber auch auf der anderen Seite etwas sehr, sehr Sauberes und Cleanes hat, absolut krass ist und eindrucksvoll. Und deshalb der Xerjoff Gao für mich auch ein Duft, in den ich mich absolut verliebt habe, als ich ihn zum ersten Mal gerochen habe. Damit kommen wir zu den letzten drei Düften auf dieser Liste. Und ich habe natürlich auch noch einen weiteren Italiener hier. Und das ist dann in diesem Falle der Ursa von Tiziana Terenzi. Ein Duft, auf den ich ehrlich gesagt eher zufällig gestoßen bin, weil ich ihn auch wieder eingetauscht habe. Also wirklich bei vielen Düften ist es so, da habe ich noch nicht mal irgendwie jetzt einen ganzen Flakon mir blind gekauft oder so, sondern die habe ich einfach auf Parfumo eingetauscht, weil das Angebot war halt da und man wollte das dann irgendwie mal ausprobieren. Und das waren wirklich Glückstreffer. Und genauso ist es bei dem Ursa, weil Ursa ist ein sehr, sehr schöner Patchouli-Duft. Allerdings nicht, wie man das jetzt sich vielleicht so vorstellt, so ein richtig dunkler, modriger Patchouli, sondern es ist tatsächlich ein sehr würziger und alkoholischer Duft. Denn der Duft hier arbeitet außerdem noch mit Rum und mit verschiedenen alkoholischen Noten. Und Ursa ist ein sehr ungewöhnlicher Duft, weil er mich auch ziemlich von der kalten Seite erwischt hat. Denn ich hatte bis dato noch nie einen so richtig würzigen, dunklen Patchouli-Duft getragen. Und deshalb hat mich Ursa auch ein bisschen überrascht, sage ich jetzt mal, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass der Duft so riecht, wie er riecht. Ne? Ich meine, Duftnoten sind ja immer relativ und man kann nie wirklich sagen, wie die sich dann tatsächlich entwickeln. Aber als ich ihn dann zum ersten Mal gerochen habe, war ich absolut in love mit diesem Duft, weil der einfach extrem lecker riecht auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein absolutes Biest ist, was die Performance angeht, viele, viele, viele Komplimente bringt und einfach eine sehr unique und einzigartige DNA ist. Und wer auf alkoholische Düfte steht und dem Thema Patchouli nicht ganz abgeneigt ist, findet mit Ursa auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Duft und sollte den definitiv mal probieren, denn es ist für mich auch einer der spannendsten aus dem Hause Terenzi. Gut, der vorletzte Duft, den ich euch vorstellen möchte, beziehungsweise ich habe auch noch einen Honorable Mention, den ich mit dazu packen möchte, aber der vorletzte Duft ist dann der Almas von Kajal. Und diesen Duft hier habe ich letztes Jahr in Florenz auf der Pitti-Messe vom Gründer selber geschenkt bekommen. Ich wusste am Anfang nicht, dass es der Gründer ist, sondern er hat mir so ein bisschen was erzählt zu diesem Flakon und ich denke, ich habe auch sehr, sehr viel darüber berichtet, vor allen Dingen halt, was den grandiosen Flakon und das Design angeht, aber auch was die DNA angeht. Also es ist im Grunde genommen ein sehr fruchtiger und pudriger Duft, also würde ich sagen, geht tendenziell so in die Richtung von Erbapura, allerdings sehr, sehr hell und grün und sprudelnd und spritzig und ich glaube, hier ist auch irgendwie so ein bisschen ein grüner Apfel mit drin, also zumindest rieche ich da immer so ein bisschen Apfel mit raus und es ist wirklich einer der schönsten, pudrigen, fruchtigen Düfte, die ich persönlich kenne, weil er einfach diese extreme Helligkeit hat und dieses sprudelnd spritzige. Und ich finde das sehr unique. Der Duft hält einfach 15 Stunden auf der Haut, was auch sehr, sehr krass ist. Und deshalb auch einfach, weil er für mich diese Connection hat. Ja, zu Florenz ist das einfach ein sehr, sehr tolles Teil für mich. Das war der Duft, der mir wirklich so instinktiv am besten gefallen hat. Und ja, den fand ich einfach sehr, sehr krass und habe mich daran auch eben sehr, sehr doll verknallt. Gut, und der letzte Duft ist dann ein sehr kleiner Flakon. Ihr seht es
es schon, ja. Das ist ein Duft, den ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten immer mal wieder erwähnt habe. Und das ist der Shalimar von Guerlain als Extrait de Parfum. Ich hatte nämlich damals, um ein bisschen euch auch eine Backstory zu geben, von diesem Reifungsprozess gehört. Das heißt, wenn man jetzt ältere Flakons zum Beispiel von Shalimar kauft, ist es einfach so, ich meine, ihr seht das auch an der Farbe von dem Parfum selber, ja, dass das sich einfach sehr, sehr krass noch entwickelt und nachreift und eine unfassbare Tiefe bekommt angeblich. Und deshalb hatte ich mir dann einfach auf eBay einen Travel-Zerstäuber geholt oder so einen kleinen Tester-Flakon aus dem Jahre 1980, glaube ich, ja. Und ich weiß noch, als ich den das erste Mal gerochen habe, das war so der erste Vintage-Duft, den ich, also richtiger Vintage-Duft, den ich überhaupt getragen habe. Und es war einfach so krass, weil dieser Duft auf der einen Seite so eine leichte Schärfe jetzt hat, ne, durch diese Zeit einfach. Und dann aber auf der Haut, das ist also wirklich, sowas hat man noch nicht gerochen, ja. Und ich kann das jedem nur empfehlen, wer mal in den Genuss kommt eines Vintage-Shalimar-Flakons. Das lässt sich wirklich durch nichts in der Welt beschreiben, wie unfassbar krass so etwas riechen kann nach ein paar Jahren Reifungsprozess oder 10 Jahrzehnten ja Reifungsprozess. Ich habe auch inzwischen einen aus den 90ern, ja, der deutlich heller ist dann nochmal von dem, was drin ist. Aber das geht da tatsächlich schon los, dass der Duft sehr, sehr krass nachreift und schon so diesen extremen Tiefgang besitzt, der diese Vintage-Düfte einfach auszeichnet, ne? Und deshalb setze ich ihn einfach hiermit auf die Liste, weil das war auch was, was mir absolut die Augen geöffnet hat und wo ich mich total drin verliebt habe. Und das ist eben, ja, der Shalimar von Guerlain in so einer Vintage-Variante. Gut, und jetzt habe ich natürlich am Ende auch noch einen Honorable Mention, denn es wäre wirklich ein bisschen schade, wenn ich den nicht erwähnen würde. Und das ist natürlich mein eigener Duft, ja. Ich glaube, wenn ich mich in diese DNA nicht direkt verliebt hätte, als ich sie das erste Mal gerochen habe, dann wäre das, glaube ich, sehr, sehr peinlich für einen ersten eigenen Duft. Aber es ist natürlich so, dass Oud 31 für mich der beste Oud-Duft der Welt ist und einer der besten Nischendüfte, die man überhaupt tragen kann. Und ein sehr, 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 sehr einzigartiger Duft, ja. Also, was diesen Duft, denke ich, besonders macht, ist auf der einen Seite diese sehr fruchtige und würzige Note am Anfang. Also, dass du grundsätzlich eigentlich einen Oud-Duft hast, der aber sehr westlich startet und mit einer sehr fruchtigen Note startet. Ja, also du hast einfach dieses fruchtige, kitzelnde in der Nase, was diesen Duft am Anfang begleitet. Auf der anderen Seite durch das Oud dann diese sehr, sehr starke balsamische Note, die damit drunter liegt. Also ihr könnt euch das vorstellen, ein bisschen wie so eine sehr, sehr dickflüssige Creme. Ja, und das ist einfach das, was Oud für mich auch auszeichnet. Also diese extrem balsamische Note, und das passt einfach sehr, sehr gut zu dem Fruchtigen. Und dadurch ist er auf der einen Seite einfach sehr tragbar und auch süchtig machen für viele. Auf der anderen Seite aber wirklich so the real deal, also was Oud einfach angeht. Und ja, natürlich, ne, Haltbarkeit habe ich schon öfter drüber gesprochen. 15, 16, 17, 24 Stunden, je nachdem, wie viel man aufträgt und wo. Teilweise sogar noch mehr. Und absolutes Meisterwerk, was auch wirklich sehr, sehr einzigartig ist. Und ja, in den nächsten Wochen werde ich auch noch ein bisschen was drüber erzählen, wo ihr diesen Duft offline, das heißt in einem Laden, in einer Parfümerie, testen könnt. Ja. Und ihr könnt natürlich gerne auch noch vorbestellen. Link dazu steht in der Beschreibung drin. Und wir befinden uns gerade noch im Umzug in ein anderes Lager, damit ich den auch rechtzeitig verschicken kann. Und dann geht's eben auch los. Gut, das war auf jeden Fall alles mit meiner Top 10 Liste zu den Düften, in die ich mich schockverliebt habe. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Das ist wirklich jetzt auch mal eine sehr vielfältige Auswahl, würde ich sagen. Und natürlich an dieser Stelle auch noch der Hinweis, wenn ihr noch ein Duschgel geschenkt bekommen wollt oder ihr euch ein Duschgel von Pharmacia sichern wollt, schaut gerne in die Beschreibung rein. Da steht alles drin. Ist meiner Ansicht nach mit 500 Milliliter für 30 Euro oder, glaube ich, ist es wirklich ein sehr, sehr guter Deal, und deshalb schaut gerne mal rein, wenn euch das eben interessiert. Ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.